Weltmeister trifft Weltmeister. Jogi Löw, 2014 gewinnt er die WM in Brasilien. Der Kaiser, Franz Beckenbauer, 74 als Spieler, 1990 als Teamchef. Da wird dann schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Herr Franz, was würdest du sagen? Ist der Weltmeister 2014 auch auf Jahre hinaus unschlagbar? Ja. Berti Vogts lässt grüßen. Ja, ja, nein, so eine Aussprüche machst du halt im Überschwang deiner Gefühle. Und das war halt dann, weißt du, wenn du Weltmeister wirst, dann ist halt so dein Herz und deine Zunge, die löst sich. Und dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich gesagt habe, unschlagbar, aber so was Ähnliches habe ich gebraucht. Wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich schon. So weit wie der Kaiser lehnte sich Jogi Löw nicht aus dem Fenster. Sympathien hat der aktuelle Bundestrainer, allerdings genauso viele, auch ohne Kampfansage. Die Aufmerksamkeit, die hat sich schon einmal erhöht im letzten halben Jahr. Das auf jeden Fall. Wenn du aufgetaucht bist, Jogi, Löw, das ist halt einmal so, das sind halt diese Begleiterscheinungen. Ich denke, das hat dich nicht gestört, oder? Das nimmt man halt gerne. Das nimmt man gerne mit. Franz Beckenbauer und Jogi Löw, zwei Weltmeistertrainer, treffen sich. Dieser Titel, er verbindet, das weiß auch der Kaiser. Du gehst halt auch dann, wenn du sowas gewinnst, in die Geschichte ein, ob das als Spieler ist oder als Trainer, dann gehst du in die Geschichte ein und das haben sie geschafft und sehr souverän.